I wanna fly away, where there's no TVs and the people don't know my name. Get away. Hallo meine Hübschen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar, wie ihr oben schon gelesen habt, habe ich das monatliche Aufgebraucht-Video für euch. Ich habe so viele Sachen, die mir rechts hier unten liegen. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel aufgebraucht habe. Und ich habe heute einen Bad Hair Day, deswegen der Hut. Irgendwie schauen meine Haare halt komisch aus. Wundert euch nicht. Ja, reden wir gar nicht lange rum. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich muss mich jetzt immer ein bisschen darunter beugen, weil das so viele Sachen sind, das ist unglaublich. Also, fangen wir einfach mal querbeet an. Ich habe mir beim DM diese, wie nennt man die? Hänger für den Kleiderschrank, nenne ich es jetzt einfach von den mit Frühlingsmoment. Die fand ich ganz okay, aber die sind vom Duft nicht wirklich intensiv. Deswegen würde ich mir die jetzt nicht nochmal nachkaufen. Ich habe nochmal andere hier drinnen und die sind mega klasse, aber die zeige ich euch noch. Also die waren okay vom Preis, aber die riechen mir zu wenig. Also der Duft war ja nur ganz leicht und das ist mir definitiv zu wenig. Also die würde ich mir nicht nachkaufen. Dann für meine Katzis sind weggegangen diese Knusperkissen, genau, von Caché. Das ist ja diese Eigenmarke von Aldi. Also ich muss sagen, früher haben meine Katzen diese Aldi-Sachen nicht gegessen, aber die haben ja anscheinend irgendwas verändert. Also plötzlich fressen sie alles. Also und auf die fahren sie voll ab, die sind mega günstig. Deswegen wollte ich sie euch zeigen. Wenn ihr beim Aldi wart und Katzis habt, ja, schaut euch die einfach mal an. Dann, ja, ebenfalls vom Aldi, ihr merkt, ich war bei Aldi einkaufen und habe sie mal echt ein bisschen krachen lassen, gibt es von Liquid Raumduft, grüner Tee und Apfel und die kosten 1,99 € mit diesen Stäbchen oben und ja, das wollte ich euch unbedingt zeigen, weil das mega günstig ist, also Preis-Leistung perfekt. Der Duft ist nicht so intensiv, aber ganz gut, also die ja, würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen für den Preis, hallo, mega günstig. Dann habe ich mir für die Küche Mikrofasertücher gekauft. Die waren ebenfalls vom Aldi. Da war ein Kombipack mit zwei Stück. Ja, fand ich auch sehr gut. Deswegen wollte ich sie euch zeigen. Auch mega günstig. Also ja, die könnt ihr euch echt mal mitnehmen. Also nicht wundern, ich tue den mir gleich einen gelben Sack und dann brauche ich ihn bloß runterstellen. Dann geht es weiter mit ja, einer Mundspülung. Und zwar die extra frische von Paludent. Das ist ja die Eigenmarke von Rossmann. Fand ich sehr, sehr gut. Würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ja, gibt es nicht viel dazu zu sagen. Also benutze ich jeden Tag. Weiß, der Zahnarzt sagt, man soll es nicht. Ich mache es aber trotzdem, weil ich einfach dieses frische Gefühl im Mund mag. Und ja, deswegen musste das hier mit. Dann habe ich mir eine Mascara bei Aldi mitgenommen. Und zwar La Cura Beauty. Das ist ja diese Eigenmarke von den Kosmetiksachen vom Aldi. Die war so blau und hat so ein gebogenes Bürstchen gehabt und ich finde die gar nicht schlecht, Leute. Also schaut euch die mal an, die ist mega günstig, kostet, glaube ich, knapp über 2 Euro. Und ja, fand ich echt okay, deswegen wollte ich sie euch zeigen und ja, kleiner Kauftipp, schaut euch die mal an, die ist echt nicht verkehrt. Also wundert euch nicht, dass ich heute so aussehe, also ungeschminkt und so, aber ich fliege morgen nach Thailand und will mich schon mal ein bisschen drauf einstimmen, also... Ach, warum muss man Videos hier immer Mods geschminkt und gestylt machen? Ja, so sehe ich einfach aus und deswegen, ich hoffe, ihr verzeiht es mir und kommt damit klar, dass ich ungeschminkt vor der Kamera sitze. Aber ich bin einfach der Meinung, dass man sich einfach so zeigen soll, wie man ist. Und deswegen heute mal so. Genau, dann weiter geht's mit ebenfalls von La Cura Body. Genau, die Geschichte heißt La Cura Body. Ah, verstehe, Beauty, Body, okay. Diese Wattestäbchen, das sind zwei Stück in einem Beutel, kosten, glaube ich, 1,99 oder so. Auch mega günstig, sind auf der Seite gekettelt, das ist mir immer ganz wichtig. Und ja, auch die würde ich mir wieder nachkaufen, die waren echt gut. Dann gibt es noch von Liquid so kleinere zum Hinstellen, Duftteilchen nenne ich sie mal. Flüssig Lufterfrischer heißt das Ganze. Das sind so kleine Tiegelchen mit so einem Deckel oben drauf, wo man erst den Deckel abnimmt, innen dieses ja, verschraubte Teil abnimmt, dass der Duft auch rauskommt. Dann steckt man das obere Teil wieder drauf. Und da gibt es verschiedene Duftrichtungen und ja, die fand ich alle gut. Also ich habe mir mitgenommen Pink Grapefruit, riecht sehr extrem und ist echt gut. Und Sweet Orange finde ich auch nicht schlecht. Also die wollte ich ja auch mal zeigen, kosten, ich glaube, 99 Cent diese Teile. Und ja, die kann ich euch wirklich empfehlen. Dann geht es weiter mit einer Seife, einer Cremeseife, und zwar Melon Splash.
Das ist die hier von Aveo, die habe ich mir bei Müller mitgenommen. Und ja, ich fand den Duft sehr gut. Er hat sich aber leider überhaupt nicht auf der Haut gehalten und war auch sofort wieder weg. War so eine quietschgrüne Flüssigkeit. Ja, war okay. Preis-Leistung ist hier natürlich auch gut. Aber ja, ich finde die Melonenseife vom DM besser. Deswegen würde ich mir die nachholen und die nicht nochmal. Aber sie war auch okay. Dann ist von Balea ein Duschgel gegangen, und zwar Dusche und Ölperlen. Ja, das ist die mit Rhabarber und Magnolienblütenduft, und die fand ich sehr, sehr gut. Also die würde ich mir auf jeden Fall, denke ich, nach dem Thailandurlaub nochmal nachholen, weil die fand ich echt mega gut. Mit wertvollen Ölperlen, ja. Kann jetzt nicht sagen, dass sie mehr gepflegt hat als eine andere, aber ich fand einfach den Duft sehr gut, deswegen würde ich mir die echt nochmal holen. So, dann stelle ich mir mal das ganze Teilchen auf den Schoß. Ja, das wartet noch auf euch und es liegt noch mehr am Boden, also kommt noch einiges. Genau, Zahnpasta. Diese hier, das ist ja meine aktuelle Lieblingszahnpasta, und zwar die Weidenau von Signal. Die wird so voll krass blau und ja, die finde ich sehr, sehr gut. Ist mega frisch und habe ich mir auch schon wieder nachgekauft. Habe sie aber noch nicht in Verwendung, weil ich noch ein paar offene, also so offene Zahnpastas da hatte. Die wollte ich erst aufbrauchen, und danach kommt auf jeden Fall die wieder zum Zug, weil ich die einfach perfekt finde für mich. Dann ist ein Weichspüler leer gegangen. Von Dussi, das ist ja diese Eigenmarke von, ja, glaube vom Lidl, genau, die habe ich mir beim Lidl mitgenommen, und ja, das hat mich halt so an Thailand erinnert, hups, dieses Bild hier, und deswegen musste der mit, und der war wirklich sehr gut, also schwelgen Sie in blauen Südseeträumen, kann echt bestätigen, der Duft war mega lecker, ich schnuppe nochmal dran, ja, der Duft war wirklich mega gut, aber das war so eine LE, also die gab es im Angebot, die gibt es glaube ich nicht dauerhaft, aber falls die wieder geben sollte, könnt ihr euch die echt mal anschauen, die sind gut. Dann ist ja eins von meinen Lieblingswaschmittel leer gegangen, und zwar, ich mag ja lieber diese flüssigen statt diese Pulver, aber naja, jetzt gerade habe ich noch ein Pulver, das muss ich endlich aufbrauchen, deswegen habe ich keinen flüssigen nachgekauft. Und zwar diese Sentimat gibt es bei uns beim Thomas Philips, und diese Packung kostet, ich glaube, 1 Euro oder knapp über 1 Euro und oder 1,99, ich kann es ja genau sagen, also das ist mega günstig für 1,5 Liter. Und die kaufe ich immer wieder nach, weil die vertragen sich mit meinem Beispiel einfach perfekt und für den Preis, hallo, verrückt. Ja, die kaufe ich mir immer wieder nach. Also wenn ihr die irgendwo seht, diese hier, Sandymat, für den Preis, nehmt euch die echt mit, die sind klasse und die riechen total gut. Dann ist mein Lieblingsduschgel gegangen von Rexona, und zwar das Sour Fresh, ja. Shower Fresh, das ist ja mein allerliebstes, das kaufe ich mir immer wieder nach, also das ist mit Aluminiumsalzen, ich achte da jetzt nicht so drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag den Duft und ja, deswegen kaufe ich es immer wieder nach. Da langweile ich euch bestimmt schon mit dem Teilchen, aber naja, dann, das möchte ich euch zeigen, und zwar, ich habe ja umgestellt, oder ich wollte umstellen auf die La Roche-Posay-Reihe, Eva Klar, vertrage ich leider überhaupt nicht. Also beim letzten Video habt ihr bestimmt gesehen, meine Haut war ganz, ganz schlecht. Also jetzt ist sie schon wirklich wieder viel, viel besser. Ich vertrage es leider nicht, ich verkaufe die Produkte wieder. Ich wollte es euch nur zeigen, also wenn ihr Akne habt, ihr könnt es probieren. Bei mir hat es leider überhaupt nichts gebracht. Ganz im Gegenteil, meine Haut wurde ganz, ganz schlecht. Und ja, deswegen tue ich es jetzt wieder weg und bin auf der Suche, ja, nach einer anderen Pflege, die bei Akne hilft. Also wenn ihr Tipps habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, ich würde mich echt freuen. Also da war ich leider nicht begeistert damit. Dann ist leer gegangen ein weiteres Deo, und zwar das Ultra Dry. Das habe ich jetzt leider schon länger mit mir rumgeschleppt. Ich hasse diese Flüssigdinger in dem Kugelscheißteil da, also das geht überhaupt gar nicht. Der Duft war mega lecker, also aufgrund vom Duft, die Sprühdeo würde ich mir wieder nachkaufen. Diese Variante mit dem Roller leider nimmer, weil ich mag es einfach nicht. Ich finde es so unhygienisch, wenn ich da rumrollen muss, und oh, nee, mag ich nicht. Also Duft mega gut. Und alles andere müsst ihr für euch entscheiden, ob ihr lieber sowas mögt oder die Sprühvariante. Also ich stehe eher auf die Sprühvariante. Dann ebenfalls bei Aldi gibt es von WC Fix diese Duftspüle Exotic Garden. Auf die stehe ich total und ich finde die einfach mega praktisch und saugünstig. Und die riechen auch mega gut. Also diese Kugeln da, die gehen immer so schnell leer und das hält, finde ich, ewig. Und kostet 99 Cent. Also schaut euch die mal an, wenn ihr da Geld sparen wollt und trotzdem wollt, dass es gut riecht. Also die kann ich euch sehr empfehlen. So, dann ist leer gegangen von Balea, diese Pflegecreme Best Wishes mit lieblichen Veilchen und Fräsenduft. Die finde ich sehr, sehr gut. Ich finde, die haben so eine tolle Pflegewirkung. Die nehme ich für die Hände zum Eincremen oder wenn ich irgendwo trockene Stellen habe, und die sind echt immer mega gut. Und der Duft hier war auch sehr lecker, aber ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Also ich glaube, die nicht mehr. Muss man mal schauen, was momentan für welche gibt. Also die kann ich euch echt empfehlen, und ja, da schnuppe ich immer mal dran und schaue, welche Duftvarianten
ups, welche Duftvarianten es gibt und kaufe die nach. Ja, ich glaube, das wollte ich schon gleich von alleine in den Müll. Dann ebenfalls zeigen wollte ich euch diese Duftspende hier, die kaufe ich mir ja immer in der Tschechei. Das sind sie viel günstiger als hier für den Duftspender, also diese Nachtverteile. Und das war Live Refresh. Also wenn ihr das in der Tschechei seht, war sehr, sehr gut. Das würde ich an eurer Stelle echt mitnehmen, was einfach klasse war. Ja, der Duft war sehr lecker. Dann ist leer gegangen von L'Vital L'Oreal. Dieses Tonerde-Shampoo stehe ich total drauf. Kaufe ich nach Thailand auf jeden Fall nach, weil ich es einfach nur genial gut finde. Und ja, weiß nicht, es ist einfach frisch pflegend. Also alles, was ein Shampoo haben soll, hat für mich dieses Shampoo. Deswegen würde ich es mir auf jeden Fall nachholen. Dann ist leer gegangen von Natural Beauty von Garnier. Das Balsam-Shampoo, Vanillemilch und Papaya-Mark. Und auf das stehe ich total. Ich finde den Geruch so lecker. Und es macht die Haare ganz weich und der Duft hält sich mega lang in den Haaren. Also das kann ich euch echt empfehlen. Die Leute, die mich länger verfolgen, haben das schon ganz oft gesehen, weil ich es einfach echt liebe und mir immer wieder nachkaufe. Dann ist leer gegangen ein Weichspüler und zwar dieser hier von Soft and Oils. Das war jetzt hier die rosane Variante, fand ich nicht ganz so gut. Ich finde die blaue und die goldene besser. Ja, war ich ein bisschen enttäuscht vom Duft. Dann auch aus der Tschechei, die habe ich geschenkt bekommen von der lieben Freundin, ist diese Watermelon Seife, wollte ich sagen. Nein, es ist eine Kerze, genau. Und den Duft fand ich auch mega gut. Also Irina, nochmal danke, der Duft war mega klasse. Muss ich mir das nächste Mal, wenn ich in der Tschechei bin, unbedingt nachholen. Also danke, danke, danke. Dann ist leer gegangen meine Tuschür Feuchttücher, die kaufe ich mir auch immer wieder nach. Also muss ich gar nicht viel dazu sagen, also ganz wichtig die gelbe Variante, den Duft finde ich am besten und ja, hole ich mir immer wieder nach. So, kleinen Moment. So, jetzt hat es geklingelt, wie es halt immer so ist, kommt irgendwas dazwischen. Wo sind wir stehen geblieben? Egal, ich bleibe einfach weiter in die Tüte rein. Also was auch noch leer gegangen ist, ist dieser Wäscheduft und zwar die Morgenfrische von Dr. Beckmann. Finde ich auch mega gut, also der Duft ist total lecker, aber ich finde die relativ teuer. Also ich nehme immer dieses günstige Blaue von vom DM und das finde ich sogar noch besser. Also die sind schon gut, wenn ihr die mal seht, aber wie gesagt, die günstigen reichen auch aus. Dann sind leer gegangen zwei... Ja, wie heißt das Ganze? Intensiv-Creme-Kuren, Kolorationen-Kuren, sag Schmarri. Kolorationen und zwar in der Farbe, weil ich ja oft nach der Haarfarbe gefragt werde. Und zwar, das war diese 3.0 Dunkelbraun von Garnier Color Intense. Genau. Die finde ich mir sehr, sehr gut und die würde ich auch echt wieder nachkaufen. Die waren mega günstig. Also, ja, die waren echt klasse. Dann ist noch leer gegangen ein Bodyöl von Fenial und zwar, das ist so ein Testing gewesen und Leute, das hat so gut gerochen, also das würde ich echt wieder nachkaufen. Ich habe schon geschaut, diese große Packung ist echt teuer. Ich glaube, die kostet 7 Euro oder so. Oder über 7 Euro, deswegen da war ich echt zu geizig. Aber ja, also da könnt ihr echt mal dran schnuppern. Total klasse. Und auch die Pflegewirkung war so toll. Also ja, tolles Produkt. Dann ist leer gegangen von Aveo eine Pflegedusche. Und zwar die Garden of Eden, ist eine LE. Ja, ich fand den Geruch in der Verpackung echt gut. Auf der Haut war er irgendwie, also schon beim Duschen war er ganz anders und eigentlich fast nicht mehr vorhanden. Und auf der Haut riecht er halt gar nicht. Also die würde ich mir jetzt nicht mehr nachkaufen. Also ich habe jetzt schon festgestellt, von Aveo sind leider alle so. Und ja, von dem her glaube ich, würde ich mir die echt nicht mehr holen, weil sie einfach, ja, nicht wirklich riechen. Also das ist schade. Dann ist zu dem Shampoo die passende Spülung leer gegangen. Muss ich nicht mehr viel dazu sagen. Absolutes Top-Produkt. Dann ist leer gegangen eine Handcreme von Essence und zwar diese hier, die 24 Stunden Hand Protection Balm Cherry and Coconut. Ja, finde ich total gut. Würde ich mir auch echt wieder nachholen, aber ich habe jetzt noch einige da und die will ich erstmal aufbrauchen. Aber das war echt ein tolles Produkt. Dann sind vom BB meine Reinigungstücher leer gegangen. Ich kaufe immer diese blauen. Ja, muss ich auch nicht mehr viel dazu sagen. Nehme ich am allerliebsten. Dann ist auch von La Cura Beauty eine Mascara leer gegangen und zwar die Doll Eyes. Ja, die fand ich jetzt nicht so gut, also die würde ich nicht nochmal nachkaufen, muss ich sagen. Die hat gebröselt und das Bürstchen war nicht so der Hammer, aber das ist Geschmackssache, ne? Also das Bürstchen war halt so, deswegen habe ich es mitgenommen, weil es einfach ein bisschen anderes hat. Aber ich war jetzt nicht so top begeistert, also ich würde es mir jetzt mal nachkaufen, aber ich sag mal, für das Geld, was die kostet, kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielleicht wirkt sie bei euch besser als bei mir, ne?
trockenes leer gegangen, ein Body Splash, und zwar vom H&M war das. Das ist auch Melon Mango. Das war so richtig fruchtig und ganz toll, aber die gibt es leider nicht mehr. Also hatte ich mir, glaube ich, mal vor ein, zwei Jahren gekauft im Sale, und ja, jetzt gibt es leider nicht mehr. Aber die waren sehr, sehr gut, wenn es die wieder geben sollte. Schlag echt zu, die sind mega gut gewesen. Ja, das sind ja diese Spülungen, was bei den Haarkuren, was habe ich heute mit Haarkuren? Bei den Haarkolorationen dabei sind, ist das hier diese Haarkur, und die sind alle, finde ich, immer mega gut. So, dann geht's weiter mit den Sachen, die noch am Boden liegen. Verrückt, also ich habe so viel aufgebraucht, aber vor dem Urlaub habe ich gedacht, naja, dann haben wir es weg. Von Fa diese Dusche Coconut Water, ganz, ganz toll. Also die war natürlich eine riesen Pulle, da waren viele Bilder drin, habe mich recht lange dran aufgehalten, aber der Duft ist mega klasse, total frisch und ganz leicht kokosnussmäßig, aber wirklich nur ganz leicht, und ja, das kann ich euch wirklich empfehlen. Also werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Dann habe ich bei Müller so Testteile mitbekommen von Blink. Kann ich euch auch empfehlen, hat super gereinigt. Also da würde ich mir vielleicht echt mal die große Größe holen, weil ich es einfach echt gut fand. Dann ist leer gegangen von Isana ein weiteres Duschgel, und zwar die Cremedusche Keep Calm mit erfrischendem Duft. Ja, fand ich auch okay. Ja, war vom Duft recht leicht, und würde ich mir jetzt nicht nochmal nachholen, aber die Verpackung war so süß. Ja. Dann zum Shampoo noch die Spülung. Habe ich ja vorhin alles gesagt, mega gut. Würde ich mir auf jeden Fall nochmal nachholen, weil es einfach toll ist. Dann ist leer gegangen ein Bodyöl, ein Körperöl von Dove. Das war sehr, sehr gut. Also bei uns ist ja der Schaft, ist ja der Fabrikverkauf, und da kaufe ich mir oft die Sachen, und da habe ich mir das mitgenommen, weil es einfach günstig war und ich fand es sehr, sehr gut. Also das würde ich mir echt nochmal nachholen. Dann ist noch so ein weiteres Teil leer gegangen von diesen Duftsprühen, und zwar dieses hier, dieses Life Refresh. Weiß gar nicht mehr, da sind lauter fruchtige Sachen drauf, keine Ahnung, wie der Duft geheißen hat. Auf jeden Fall, auch das würde ich mir in der Tschechei wieder nachkaufen, war auch mega gut. Dann ist leer gegangen dieses Duftteilchen hier. Wenn ihr die Marke kennt und mir sagen könnt, wo ich das in groß kaufen kann, sagt es mir. Ich bin auf der Suche und finde es leider nicht. Also ich fand das kleine hier vom Duft mega gut. Das riecht immer noch ganz intensiv, aber ja, jetzt ist es leider leer, ist nichts mehr drin, wie ihr seht, und ich würde es mir gerne in groß nachkaufen, aber ich habe es irgendwo im Internet leider nicht gefunden. Und wenn ihr das wisst, dann würde ich mich echt freuen, wenn ihr mir das Ganze sagt. So, dann geht es gleich dem Ende zu. Die letzten Produkte habe ich jetzt, und zwar von Isana ist diese Seife leer gegangen, die Cremeseife Mango und Orange mit Mangoextrakt. Die war vom Duft sehr, sehr lecker, hat gerochen wie das Solero-Eis. Würde ich mir echt nochmal nachholen, aber ich habe noch ein paar hier und die will ich jetzt als erstes aufbrauchen. Dann ist leer gegangen, ja, hier diese Handcreme habe ich mir gekauft, Pure Butter, die gab es reduziert für 1 € beim Kick, und deswegen habe ich mir die mitgenommen. Ja, gibt es nicht viel dazu zu sagen, der Duft ist ganz gut. Pflegewirkung, ja, ist auch nicht schlecht, also für 1 € war die echt okay. Dann ist leer gegangen von Jakob 2 in 1. Ja, das ist so Kaffee, wo nicht so viel Kalorien hat. Da hat ein Päckchen 56 Kalorien. Das nehme ich ganz gern, wenn ich mein 5:2 Fasten mache. Und ja, gibt nicht viel dazu sagen, ist okay. Hat wenig Kalorien und erfüllt seinen Zweck. Muss ich mir auch wieder nachkaufen. So, und dann noch die drei letzten Produkte. Hier, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist dieses blaue Teil von DM. Denk mit Wäscheduft, und den finde ich mega klasse, mega günstig, und den kaufe ich mir auch immer wieder nach. Also das würde ich euch auch empfehlen, weil er einfach vom Geruch her so mega gut ist und einfach vom Preis her so günstig ist, dass es reicht, wenn man den hier nachkauft. Und ja, dann habe ich hier noch eine Haarkur von Herwal. Das ist die Eigenmarke vom Netto. Und ja, die Produkte finde ich eigentlich alle gut, nur diese fand ich jetzt nicht ganz so gut. Also die würde ich mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Die Shampoo und die Spülung dagegen sind perfekt, super klasse. Also das ist der Hammer. Da, die war okay, aber ich benutze auch nicht so gern Haarkuren, vielleicht deswegen. Ja, und als letztes absolutes Top-Produkt, und zwar von Denk mit, diese Duftkissen mit frischen Perlen. Und die habe ich jetzt in meine Schränke reingehangen, die riechen, wenn sie zu sind, raus. Also das ist der Wahnsinn. Und die möchte ich mir eben nochmal nachholen, die will ich ein bisschen im Haus verteilen, und zusätzlich will ich sie mir ins Auto hängen. Also die kann ich euch echt mega empfehlen, weil sie einfach nur super gut sind. Der Geruch ist der Oberhammer und die riechen so intensiv. Also absolute Kaufempfehlung von mir.
Ja, meine Lieben, das war's gewesen. Ich habe euch jetzt alle Sachen gezeigt. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für euch dabei, was ihr euch das nächste Mal vielleicht auch anschauen möchtet. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und falls wir uns vor Thailand nicht mehr sprechen sollten oder sehen, hören, irgendwas sollten, wünsche ich euch ein paar schöne Wochen. Also ich komme zum 15.07. zurück, will auch ein Follow Me Around für euch dann hochladen. Also ich möchte in Thailand fleißig filmen. Und ja, das werdet ihr dann danach sehen. Und ja, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ich hab euch lieb. Ciao.